Heute ist Nationalfeiertag, da ist schulfrei. Gut zu wissen. Oh, wir haben eine weitere Person. Guten Morgen, hier ist Elisabeth. Ich wollte sagen, dass sich noch ein Mensch in Tartarus befindet. Ich glaube, diesmal geht es um zwei. Oh, geht es sogar um zwei. Bitte mach dich umgehend an die Rettung. Bis dann. Anruf beendet. Wollen wir in Tartarus gehen? Jetzt haben wir ja drei Leute, die gerettet werden müssen, oder? Oder ist es jetzt addiert im Sinne von mit Bunkichi? Müssen wir mal kurz gucken, Paulina Einkaufszentrum. So, also der aktuelle Bunkichi haben wir. Aki Kurube, Kurobu. Kurobe! Schülerin. Ja, ist nachher verschwunden. Und noch eine. Yasunobu Shimozono, 44, Firmenpräsident, ist am Abend des 21.09. in einem Kabarett auf die Toilette gegangen und nicht zurückgekommen. Naja, vielleicht hatte er wirklich fürchterlichen Durchfall, man weiß es nicht. Naja, wir können eigentlich übrigens mal in die Polizeiwache gucken und uns noch ein bisschen ausrüsten. Ich glaube nicht viel, ich glaube, ich habe nicht viel. Du sollst auch finden, was du brauchst. Ich habe neue Sachen. So, gucken wir mal. Bleugen. Boah, Riesenrüstung. Aber 116, ich weiß nicht. Dafür aber robuste. Wir können erstmal generell das ganze Zeug da verkaufen, was wir nicht brauchen, oder? Also. Na komm, alles weg hier. Kann ich einfach auch alles verkaufen drücken? Geht auch nicht, ne? Ausrüsten lohnt eigentlich noch nicht. Ist okay. Aber wir können ja wenigstens schon mal das alte Zeug hier weg verkaufen. Das ist doch schon mal in Ordnung. Ja, ist eigentlich recht. Wir sind momentan eigentlich ganz gut dran. Ja, was soll ich jetzt machen? Also, das heißt jetzt hier. Wollen wir am Abend ins Tartarus gehen? Was sagst du denn jetzt bei drei Leuten? Den Bosskampf schaffst du sowieso und danach wird es eh wieder besseres Zeug haben. Ja, Broad Island Station, ich habe keine Kontakte. Müssen wir dann ins Kino gehen. Filmmarathon, ihren Charme, Filme aus Frankreich. Ja, gehen wir jetzt da ins Kino. Wenigstens lohnt sich das. Denn die Sachen erhöhen sich wenigstens auch stark. Ja, ne? Where have you been? 2 bis 3 Tage davor, ne, du hast schon recht, das ist. Wir müssen jetzt ja nicht sinnlos Tage verplempern. Ich meine, wir haben zwar eh nicht viel zu tun gerade. Du kriegst ja bestimmt noch ein paar Mist. Ja, aber wollen wir hoffen, dass sie bis dahin noch alle am Leben sind. Na komm, wir lernen heute mal wieder. Haben wir lange nicht mehr gemacht hier. Wuff, wuff. Ja. So, haben wir das hier. Heul, heul. Oh, fühlt sich müde, bricht zusammen und weint. Oh, heute ist das Herbst-Äquinoctium. Was ist denn das hier? Dass er da schulfrei heute findet, ein ganztägiges Filmfestival. Vielleicht solltest du jemanden aus dem Wohnheim bitten, dich zu begleiten. Wahrscheinlich fragt mich einfach jemand. Und wer ist es? Fuka? Oh, hallo Kaisuke hier. Können wir uns kurz unterhalten? Ja. Hast du jetzt Zeit? Wir können irgendwo hingehen. Du hast Lachesis. Wollen wir mit. Ist ja die Frage, wollen wir zum Filmfestival oder wollen wir eher mit Kaisuke was machen? Das ist ja die Frage, weil prinzipiell mit Kaisuke können wir ja jederzeit was machen, oder? Filmfest ist auch nicht immer. Angebot ablehnen. Oh, schade. Nun vielleicht ein andermal. Hat aufgelegt, klingt enttäuscht. Ja, das tut mir leid, aber. Ja, ich würde auch sagen, Filmfestival ist sinnvoller. So, mit wem wollen wir denn jetzt hier was starten? Ich würde sagen, wir fragen erstmal Fuka. Die war ja eh interessiert. Oh, guten Morgen. Wusstest du eigentlich, dass es ein eintägiges Filmfestival gibt? Der Veranstalter sagte, die Nachfrage wäre so groß und sie wollen eine weitere Veranstaltung organisieren. Ja komm, ich will mit dir dahin. Geht nicht. Yukari? Ah, stimmt ja. Ich hätte dir für die Erkältung etwas Hühnersuppe machen sollen. Tut mir leid, auch wenn du jetzt gestorben wärst. Ich hätte es mir verzeihen können, dass mir das nicht früher eingefallen ist. Erinnere mich daran, wenn du nächstes Mal krank bist. Hm. Während du dich erholt hast, hat hier ein Taifun gewütet. Wenige Schäden wurden verzeichnet. Sonst gibt es nichts zu berichten. Wie fühlst du dich? Mir geht's wieder gut. Dann erkunden wir mal Tartarus. Nein. Ein Hund? Ravuff? Du vielleicht? Die körperliche Verfassung eines Campers ist sehr wichtig. Egal wie stark du bist, wenn du dich nicht gut fühlst, hältst du nicht lange im Ring durch. Na, Wilkino? Ja, wie sieht's mit dir aus, Shin?
Ne? Filmfestival. Ich hatte total vergessen, dass es sowas gibt. Ich war noch nie auf einem. Na komm, dann lass uns doch mal starten. Mit mir? Willst du nicht lieber mit jemand gehen, der so alt wie du ist? Ja, mein Gott, was soll's? Die paar Jahre machen auch keinen Unterschied, oder? Komischer Kauz. Okay, gehen wir. Ach Mensch, wir haben doch so den besten Typen ausgesucht, mit dem wir ja ins Kino gehen können. Bord Island Station Kino. Im Kino ist wegen des Filmmarathons jede Menge los. Heute stehen unglaubliche Tiergeschichten auf dem Programm. Sollen wir uns das wirklich ansehen? Ach, naja, wenn du wirklich willst, bin ich auch dabei. So. Du hast winzige Tiere unter Einsatz all ihrer Kräfte überleben sehen. Dein Mut hat sich stark geändert. Dein Mut hat sich von furchtlos auf Teufelskerl geändert. Nice. Wen von unseren Leuten konnte man nur mit furchtlos oder Teufelskerl, glaube ich, ne? Also bei einem brauchte man doch irgendwie Mut maximal Level. Ist das schon maximal oder... Aber ich glaube, es reicht aus, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Dieser Fluss. Er hat den Hund einfach mitgerissen. Ah, Shinjiros Augen sind ganz rot. Ich muss los. Du gehst zum Wohnheim zurück. Um Yukari zu daten, oder? Kann es sein, ja? Wir können es mal probieren. Ah, er ist auch wieder da. Fühlst du dich besser, Pleugenkuhn? Ich wollte schon früher nach dir sehen, aber ich dachte, du bist bestimmt schon ganz krank davon, dass das alle fragen. Mich machen nur deine Witze krank. Oh, das war mal eine Ansage, du Arschloch. Jetzt fliegst du hier raus, also pass gut auf dich auf, ne? Hachi! In der Schule ging das auf jeden Fall. Ja, müssen wir mal gucken, ne? So. Stadtplan. I never felt like... Di-di-di-di-di. Ja, komm. Aushilfe machen wir trotzdem. Ich weiß, Dings ist zwar jetzt Max, aber Charme ist noch nicht Max. Das heißt, der Mut uns jetzt gar nicht mehr. Vielleicht können wir ja übermütig werden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Guten Morgen. Fühlt sich nach Herbst an, nachdem der Taifun jetzt vorbei ist, oder? Ach, hoffentlich hat das Kämpfen ein Ende, bevor der Winter losgeht. Ja, wer weiß das schon. Es wird immer weitergehen, ne? Ganz bestimmt. Hoffentlich. Wollen wir mal Yukari einfach ansprechen? Stress ist heutzutage ein großes Thema. Ob ihr es nun glaubt oder nicht, Wein wirkt stressmindernd. Die Anspannung wird mit den Tränen ausgespült. Aber wenn man den Stress nicht an der Wurzel anpackt, wird es zum Teufelskreis. Kennt jemand von euch die Hauptstressursache? Du bist müde, ich hör zu. Eventuell brauche ich noch Scham, wir gucken mal, ne? Bei Männern ist es die Arbeit und bei Frauen der Gatte. Männer werden von ihren Chefs, Kollegen und so weiter gestresst. Wenn sie zu Hause Trost suchen, geht er auf ihre Frauen über. Die wiederum können ihn durch Hobbys abbauen. Das ist das Geheimnis einer erfolgreichen Ehe. Du bist wach geblieben und hast den Vortrag verfolgt. Ah, das ist so ein Universalheilmittel, was sie jetzt gerade präsentiert hat, oder? So, Ruhe bitte alle. Heute Nachmittag findet kein Unterricht statt. Das bedeutet aber nicht, dass ihr herumalbern sollt. Ihr müsst alle zusammenarbeiten, um die Vitrine und Dekorationen für das Schulfest wegzuräumen. Also auch Sklavenarbeit hier. Für die Aufräumarbeiten werdet ihr in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe übernimmt den Physikraum, geleitet von... Der Nachmittagsunterricht wurde abgesagt. Stattdessen müsst ihr alles vom Schulfest aufräumen. Toll. Wow, was für ein Spaß. Gekkoukan Highschool Physikraum. Oh, hier waren wir noch gar nicht drin. Du sollst mit Kenji, Katsushi und Yukari aufräumen. Ah, komm schon, beeilen wir uns und bringen es hinter uns. Ja. Okay. Du fängst an, mit den anderen aufzuräumen. Hey, das ist die Vitrine des Fotoclubs. Sind das nicht Bilder aus den großen Wettbewerben? Sieh mal, Pleugen, auf dem hier bist ja du. Boah, sieht der Typ, der den ersten Platz gemacht hat, nicht dunkel aus? Fast so, als hätte er Sonnenbrand. Das ist Mamuro, er ist wahnsinnig stark. Obwohl ich ihn natürlich schlage. Alter, den Schwitzwettbewerb hast du schon gewonnen. Ich habe dich noch nie in Schuluniform gesehen. Tja, ein Trikot wäre wohl praktischer gewesen, aber trotzdem. Hey, quasselt so viel, wie ihr wollt, aber arbeitet dabei. Bei dem Tempo sitzen wir den ganzen Tag hier fest. Yukari macht ihrem Ärger Luft. Oh, Entschuldigung. Hey, du bist doch nicht etwa... Was meinst du? So, da kommen wir jetzt noch dazu. Ach, ich habe das alles dabei. Zange, Klebeband und...
Was den Bohrer angeht, der ist eingebaut. Junpei und Aegis sind da. Dann mal vor, dass Aegis hier nicht in den Finger bohrt, ne, mit ihrem eingebauten Bohrer. Sie waren scheinbar das Putzzeug holen. Cool, danke, Mann. Moment mal, habt ihr etwa das Knallzeugs vergessen? Knallzeugs? Ach, die Luftpolsterfolie. Die habe ich schon komplett zerdrückt. Ich habe alle Blasen platzen lassen, sorry. Gute Idee, Kenji, geh sie holen. Du weißt doch, wo sie all das aufbewahren, oder? Ja, schon, aber du hast es schließlich vergessen, du Arsch. Sicher. Willst du wirklich nicht selbst gehen? Das ist das reinste Paradies da, weißt du? Tolle Bräute, genau dein Typ. Das wäre doch wirklich, die passen auch super zusammen, ne? Best Friends Forever hier, oder? Warte, ist das dein Ernst? Bin gleich wieder da, Leute. Klar, also klar, als ob ich auf sowas reinfalle, du Dumpfbacke. Welcher Vorratsraum ist schon mit heißen Bräuten gestückt? Habe ich nicht gesagt, ihr sollt euch beeilen. Tut mir leid, Yucatan. Die ist wie ein angepisster Samurai. Ja, bei solchen Leuten kein Wunder, ne? Die beiden kann man nicht unbeaufsichtigt lassen, ja, das war. Das habe ich gehört. Meine Güte, bist du dumm oder was? Bist du dumm oder was? Yukari. Da muss kein Fragezeichen, da muss ein Ausrufezeichen. Ne? Dann stimmt das so. Also, ich glaube, das würde jeder unterstreichen. Wo er dumm, Pay, da sagst du bist auch nicht besser, also. Déjà-vu. Ach, na schön, ich gehe später zum Vorratsraum. Ah ja, schon schade, dass das Schulfest ausfällt. Es gab so viele coole Veranstaltungen, auf die ich mich gefreut hatte. Zum Beispiel die Stand-Up-Comedy-Show. Es sollte ein Open-Mics-Ding sein und ich wollte es selbst mal probieren. Oh, wirklich? Mit wem? Dir? Verdammt, oh. Tja, das war's so mit unserem Date. Moment mal, über solche Pläne wusste ich gerne vorher Bescheid. Alter, das war nur ein Scherz. Es sollte Kazushi sein, dich mag doch eh keiner. Wer ich? Vergiss es. Meine Güte, seid ihr krass. Versteht denn keiner hier Spaß? Nee, es mag sich einfach in dem Spiel nur keiner, ne? Das sind alles nur so oberflächliche Freundschaften, die auf nichts hinausläufen. Neben du, Pleugen. Oh, komm. Das will ich hören. Willst du das gleich mal probieren? Ja, komm. Das kann ja nur Vorteile mit sich bringen. Die Klassenkameraden in deinem Aufräumtrupp haben sich versammelt. 1-2-1-2, Perverse on the mic. Hallo zusammen, wir sind das berühmte Comedy-Duo Kenji Tomoshika. Ein Duo mit nur einem. Schon euch alle hier zu sehen. Wir gucken einfach schweigend zu. Das ist peinlich, aber ja. Hey, warte mal, hast du nicht gemerkt, dass ich dich gelassen habe? Du hättest so etwas sagen können wie, das ist kein Duo, oder muss ich bei Kenji Tomoshika mitmachen? Naja, egal, das Schulfest steht schon vor der Tür. War toll, tolle Übung, also hat gut geklappt. Es ist schon vorbei, Idiot. Na gut, weißt du was? Weißt du was? Jetzt können wir den auch mal beleidigen. Wir haben den Schieß auf Level 10, also können wir jetzt auch schon mal richtig Beleidigung raushauen, oder? Was? Du gibst schon auf. Du musst doch nur noch 360 Mal schlafen, dann ist es soweit. Wie sagt man, wer früh ins Bett geht, steht früh auf, hä? Das nennt man präsenile Bettflucht. Oh, wow, wo hast du das her? Also hast du das ja von Ikutsuki geklaut, oder was? Siehst du? Ein guter Gag endet auf dem Höhepunkt. Bist du mit einem gewissen Vorsitzenden verwandt? Hey, apropos Witze. Dale ist gut, was zum... Dieser Schlüssel passt nicht. Beharrlichkeit ist der Schlüssel, wirf ihn halt weg. Ja, das ist der dämlichste Witz, den ich seit Jahren gehört habe. Ich hätte die Boane nicht mal verstanden, aber... Du bist Gekkogan-Schüler durch und durch. Ich meine, komm schon. Willst du etwa sagen, dass die Schule unterdurchschnittlich ist? Ich meine, gerade bei den Lehrkräften ist das doch wirklich so die beste Highschool aller Zeiten. Also ich finde, das lief ziemlich gut, wenn man bedenkt, dass wir nicht geprobt haben. Also wenn du schon findest, dass das gut lief, dann hast du echt keinen Anspruch im Leben, oder? Mann, was für eine Verschwendung. Deine Klassenkameraden sind nach der Stand-Up-Show an ihre Plätze zurückgekehrt. Wisst ihr, was auch eine Verschwendung ist? Wir durften Yukari-san nie im Maid-Kostüm aussehen. Wieso wusste ich, dass das kommt? Ich hab nur darauf gewartet, dass diese Aussage kommt. Also... Es ist halt, dieser Typ ist so vorhersehbar. Und jetzt kommt der Junpei irgendwie um die Ecke. Oh, habe ich Maid-Kostüm gehört? Was? Es hat er so herumgesprochen. Nur gut, dass es nie dazu kommen musste. Aber ich wette, ein paar Jungs waren richtig enttäuscht. Oder, Kazushi? Wirklich? Moment, das ist eigentlich eine Maid. Diese Unschuld.
Der ist ja nicht bei weitem mal so pervers wie wir. Naja. Das ist etwas, wovon Typen wie Junpei träumen. Also total perverse Leute, die ihren Trieb nicht unter Kontrolle halten können. Junpei! Moment mal, was guckt ihr so? Ihr tut so, als hätte ich etwas auf uns gefressen. Junpei-san. Ihr macht nur Witze. Du etwa auch, Egels. Ja, alle sind enttäuscht von dir. Ne? Also berechterweise. Die Aufräumarbeiten enden friedlich. Der Unterricht ist für heute vorbei. Wir speichern fröhlich. Baby, 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 baby. So, was machen wir jetzt? Ja. Wir könnten mit Kazushi abhängen, wir könnten auch mal gucken. Ach, red mit Yukari, ja stimmt, wollten wir machen. Gehst du nach Hause? Nee, machen wir noch was. Tut mir leid, vielleicht ein andermal. Ich will nicht, dass irgendwelche Gerüchte entstehen. Du hast noch nicht genügend Charme. Du musst charismatisch sein. Sieht's mit den anderen aus? Also, Junpei. Wie geht's denn? Mir geht's viel besser. Will ich hören, will ich kann. Bei ihr brauche ich Charme. Ja, keine Ahnung. Also, hat sie erledigt. Also bei Dings, bei Mitsuru brauchen wir auf jeden Fall hohe Intelligenz. Vielleicht bei Fuka. Ja, aber bei irgendjemandem, mir wäre auch so, dass das bei irgendjemandem gewesen wäre. Wo ist denn Fuka? Ja, die würde ja irgendwo rumstehen, ne? Fuka, wo bist du? Auf dem Dach? Nee, wahrscheinlich nicht. Irgendwo im Gang, glaube ich. Ja, müssen wir mal gucken. In irgendeinem Gang. Im Hauptfoyer. Wer ist das denn? Achso. Ja, hey, Pleugenkohl. Heute ist kein Treffen. Fühlt sich mein Tag total anders an. Geht's dir auch, geht das auch so? Steht hier rum irgendwo. Mitsuru. Kommst du mit? Tut mir leid, ich hab's zu tun. Du musst ein Genie sein. Das ist so lustig, ey. Du musst ein Genie sein, weißt du? Sonst bin ich ja auch schlau genug, aber jetzt bin ich dir zu dumm, um mit mir Zeit zu verbringen. Oh, da haben wir wieder Dings hier, der mit uns reden möchte. Ich glaube, Fuka ist gerade nicht da. Die scheint nicht da zu sein. Ja komm, dann lass ja mit Kaisuke was starten, oder? Könnte man ja mal machen. Wir können uns aber das mit Fuka im Hinterkopf behalten. Oh, Pleugenkuhn, ich gehe jetzt zum Club, was machst du? Mitkommt. Oh, dann gehen wir zusammen. Kunstraum, wow, verstehe, du kennst dich viel besser aus als ich. Während du Zeit mit ihm verbringst, wird alles besser. Das Leben ist schön und unscheinbar. So, weiter geht's. Hallo. Hallo. Gehen wir heute in den Tartarus? Die Verlorenen werden immer mehr und ich bin noch nicht stark genug. Wenn du hingehst, nehme ich also bitte mit. Nee, wollten wir eigentlich nicht machen. Wollten wir eigentlich nicht machen. So. Ja. Gleiche wie immer, ne? Ich will trotzdem mal gucken, nicht, dass wir jetzt irgendwas hier übersehen. Nicht, dass jetzt plötzlich neue Aufträge dazu kommen. Dürfte eigentlich nicht. Das ist eigentlich immer nur, wenn wenn wir sozusagen an die Grenze kommen, ne? Nope. Nichts Neues. Nichts Neues, nichts Neues. Das heißt, wir arbeiten wieder, um unseren Charme zu verbessern. Also Charme verbessern wir ja jetzt eh. Das wollen wir ja, weil wir wollen ja letztendlich auch mit Yukari was starten. I never felt like